Jugoslawien 1942. Rechts von ihm sein Neffe Sava Kosanovic, der später jugoslawischer Botschafter bei den Vereinten Nationen wurde. Nikola Tesla starb am 7. Januar 1943 im Hotel New Yorker, in dem er die letzten 10 Jahre seines Lebens gelebt hatte. Eine der beiden Suiten, die er dort bewohnte, ist Zimmer 3327. Von der jugoslawischen Exilregierung wurde Tesla ein Staatsbegräbnis in der Kathedrale St. John the Divine in New York ausgerichtet. Beileidstelegramme kamen von vielen Persönlichkeiten, von der First Lady Eleanor Roosevelt und von Vizepräsident Wallace. Mehr als 2000 Menschen, unter ihnen mehrere Nobelpreisträger, nahmen am Abschied teil. Tesla wurde in Audley on the Hudson in New York eingeäschert. Seine Asche wird in einer goldenen Urne von der Form einer Kugel, Teslas Lieblingsfigur, aufbewahrt. Die Urne wird zusammen mit Teslas Totenmaske im Belgrader Tesla-Museum ausgestellt. Die Skyline von New York erleuchtet von Teslas Mehrphasen-Wechselstrom. Wechselstrom ist die Standardstromart des 20. Jahrhunderts. Teslas Entdeckungen bilden die Grundlage der Neonbeleuchtung. Die Neonreklamen am Times Square und am Broadway zollen der Größe seiner Erfindung Tribut. Eine Fotografie des Erfinders befindet sich in der Dauerausstellung des Museums in der Freiheitsstatue. Seit 1956 trägt die internationale Einheit für die Magnetflussdichte Teslas Namen. Eine recht junge Entwicklung für die moderne radiologische Diagnostik ist die Magnetresonanzspiegelung. Dabei wird mit starken Magnetfeldern gearbeitet. Die Leistungsfähigkeit solcher MRI-Geräte wird in Tesla-Einheiten angegeben. 1975 zog Tesla in die amerikanische Ruhmeshalle der Erfinder ein. Die Post der Vereinigten Staaten verewigte ihn und 3 weitere Erfinder 1983 auf einem Gedenkmarkensatz. Ein Bild der Tesla-Statue ziert den jugoslawischen 500-Dinar-Schein. Zahlreiche Bücher sind bereits über Tesla verfasst worden, neue Veröffentlichungen stehen an. Die bislang vollständigste Biografie ist Margaret Cheney's Tesla Man Out of Time, auf Deutsch unter dem Titel Nikola Tesla, Erfinder, Magier, Prophet, im Omega Verlag erschienen. In den vergangenen Jahren ist das Interesse der Öffentlichkeit an Nikola Tesla wieder erwacht. Die steigende Zahl amerikanischer Bücher über den Erfinder legt Zeugnis für seine wachsende Popularität ab. Die Encyclopaedia Britannica führt Nikola Tesla als eine der 10 historischen Figuren an, denen zurzeit das größte Interesse gilt. Über Tesla sind bereits mehrere biografische Filme gedreht worden, weitere befinden sich in der Planung oder werden bereits produziert. Der Nikola Tesla Preis ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen, die vom amerikanischen Institut der Elektro- und Elektronikingenieure verliehen werden. Die Verleihung findet seit 1976 jährlich statt. Nikola Tesla and this award. Would you like to say just a few words about the Nikola Tesla Award? Nun, dies ist eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Welt des Ingenieurwesens. Und ich denke, sie würdigt den enormen Beitrag, den Nikola Tesla für unseren Arbeitsbereich geleistet hat. Er war es, der wirklich die Elektrifizierung der Welt beginnen ließ. Ich ergreife heute das Wort, um der in diesem Monat stattfindenden 135. Wiederkehr des Geburtstages eines der größten amerikanischen Erfinder und Wissenschaftler zu gedenken, Nikola Tesla. Mehr und mehr Gouverneure verschiedener Staaten der USA erklären Teslas Geburtstag, den 10. Juli, zum Gedenktag. Das Liberty Wissenschaftszentrum in Jersey City, New Jersey, führt der Öffentlichkeit die fantastischen elektrischen Entladungen vor, die die Tesla-Spule erzeugt. Das Straßenschild der Nikola Tesla Corner, das sich an der Kreuzung der 40. Straße und der 6th Avenue in Manhattan befindet, erinnert an die Größe dieses Genies. In seiner Rede bei der Verleihung der Edison-Medaille an Tesla sagte der seinerzeitige Vizepräsident des US-Instituts der Elektroingenieure, B.A. Barrand: Wenn wir die Resultate aus Mr. Teslas Arbeit nehmen und aus unserer industriellen Welt entfernen würden, würden die Räder in den Fabriken aufhören, sich zu drehen, unsere elektrischen Straßenbahnen und Züge würden stehen bleiben, unsere Städte wären dunkel, unsere Mühlen stünden still. Sein Name markiert eine Epoche elektrotechnischen Fortschritts.
Barrand beschloss seine Rede mit einer Paraphrase auf Popes Zeilen zu Newton. Natur und ihr Gesetz sah man im Dunkeln nicht. Gott sprach, es werde Tesla, und überall ward Licht.